Schillinger, der Skifox. Thank you.
Liebe Gäste, wir spielen euch als nächstes eine Komposition, die wir aufgenommen haben von Maschi. Und das ist ein schottischer, der heisst «Im schönen Wengen». Thank you.
Ein Stückchen von Freddy Zwimpfer, und das heisst, Freddy spielt Ländler. Thank you.
fahren weiter mit einem Schottisch von Toni Nauer und der heisst Rundabsätze. Wir spielen den Stock von Thomas Fats Waller. Das heisst Honeysuckle Rose. Was heisst das auf Deutsch? Wenn man das wüsst. Heisst das? Honey hat eine Rose am Säckel. Ganz schnell repetieren. Thomas Fats Waller ist. Also Fats heisst er übrigens und hat er geheißen, weil er sehr dick war. Er hat etwa 140 Kilo gehabt. Auf eine Größe von 1,70 oder 75 ungefähr. Ich erzähle das bloß, weil das mein ganz grosses Vorbild am Klavier war. Ich habe natürlich selber niemand gehört spielen, weil ich 1933 bereits gestorben bin. Mit 39. Im Zug. Verfroren. Also es ist ganz toll gegangen. Er war einer von den ersten Plattenmillionären. Also er war ein Schwarzer, ein Farbiger. Ist aus den Slums gekommen, wie sehr viele schwarze Musiker. Ist ursprünglich Autodidakt gewesen, hat nachher bei sehr namhaften Komponisten Unterricht genommen, hat nachher in den 20er Jahren eigentlich, wie man so schön sagt, normalen Jazz gemacht, also instrumental. Und hat nachher, als er sich zusammentut mit einem sehr guten Texter, ab den 30er Jahren, oder in den 20er Jahren, Anfang des 30er Jahren angefangen, sogenannte Gassenhauer. Nicht nur spielen, sondern auch noch singen. Und gesungen hat er eigentlich uns miserabel, aber das hat sich verkauft sehr warm wie nicht. Und er ist also über 30 Jahre ist er ungeheuer populär geworden und hat Kompositionen rausgelassen am Laufmeter. Er hat es auch günstig verkauft natürlich. Das ist einfach so gut. Ist wahr? Gut, wir hören es. Der Stock ist auf F-Tour für alle, die mittanzen.